bin jetzt hier auf dem Dach. Von hier aus werde ich jetzt hoch auf den Schornstein klettern. Und ja, lasst euch mal überraschen. Hier ist so eine Leiter hoch und ja, da werde ich jetzt mal hochklettern. Wäre besser. Ja Leute, also ich war ganz oben, wie ihr gesehen habt, und wollte da ursprünglich auch filmen. Aber das war mir nicht möglich, da ich mich da gut festhalten musste. Und ja, ich habe extreme Höhenangst. Das dachte ich mir. Leute, wir haben so einen netten Bunker hier gefunden. Den gucke ich mir schnell noch an. Ja, ich glaube, es ist der Henry. Ich bin jetzt hier unten. Und das ist wohl mehr oder weniger der Notausgang vom Bunker. Und gucken wir, ob wir nicht auch hier reinkommen. Nein, schade. Der lässt sich nur von der anderen Seite öffnen. Und ist irgendwas unten? Nein, hier ist nichts. Nee. Nicht eine Tür? Doch, eine Tür. Wo bist du? Ganz genau. Doch, hier ist eine Bunkertür, ein Notausstieg, Luke, aber die lässt sich nur von innen öffnen. Ja, unter anderem wurde hier Munition gelagert in diesen riesen Bunkern, die man im Hintergrund sehen kann. Es gibt auch Gerüchte, dass hier Nuklearwaffen gelagert werden sollen. Das ist aber, wie gesagt, nur ein Gerücht.
krass viele Straßen, die alle irgendwie an so Bunker heranführen und ja, die sehen alle ziemlich gleich aus, selbe Bauart und alle verschlossen bisher, bis auf den ersten kleinen Bunker. Ja Leute, je tiefer wir in dieses Areal eindringen, umso mehr Bunker sehen wir und umso verwachsener sind die Bunker. Und siehst du was? Nö. Drück doch noch mal. Schafft er nicht. Schafft er nicht. Ja, wir haben einen ganz verwachsenen Bunker gefunden. Und der Henry hat einen Lüftungsschlitz gesehen. Den gucken wir uns jetzt an. Ist das ein Lüftungsschlitz? Sieht aber so aus. Also hier ist schon mal so ein Teil. Da, und der ist wahrscheinlich, kommt der von da oben. Ihr seid aber ganz schön anhängig hier, Mistteile. Hallo. Da unten liegt eine Dose drin. Oder? Also wenn jetzt ein Hallo zurückkommen würde, würde ich mich erschrecken, glaube ich. Ja, oh, scheiße, mein Schnürsenkel ist offen. Ja Leute, wie man im Hintergrund hier sehen kann, haben wir hier einen Bunker gefunden, wo die Lüftungsschächte noch draufstehen. Warum die da vorne fehlen, keine Ahnung. Wahrscheinlich, meine Theorie, da vorne ist so ein kleiner Waldweg, dass die Leute, die da joggen gehen oder Fahrrad fahren, nicht direkt sehen können, dass hier irgendwelche Bunkeranlagen stehen. Keine Ahnung. Also wir haben jetzt unsere Theorie erweitert quasi. Da hinten, da verläuft so ein Wanderweg. Und damit die Leute von da nicht sehen, dass hier irgendwelche militärischen Anlagen stehen, haben die hier komplett die Bunker, gerade den Eingangsbereich, einfach überschüttet und somit unkenntlich gemacht. Ja, und im Hintergrund kann man halt deutlich erkennen, dass hier mal eine Bunkeranlage vorhanden war. Ne? So Leute, da könnt ihr hier wieder eine Erhebung sehen. Das ist dieser Bunker, die Bunkeranlage wieder. Die stehen hier direkt an der Straße. Hier war mal eine Straße, sag ich mal. Das haben die vermutlich auch alles mit Erde aufgefüllt, dass da neue Vegetation entstehen kann. Denn, wie gesagt, ist dahinter so ein kleiner Weg. Und ja, hier halt der Eingang, passend zur Straße. Und hier wurde das auch alles aufgeschüttet. Ne? So, wir haben jetzt direkt hinter dem noch einen gefunden, da hinten. Und ja, da werden wir mal gucken, was da los ist. Oh, guck mal, hier sind... Ja, ich glaube, unsere Theorie war ganz richtig, denn hier sind wir wieder auf der anderen Seite, was von dem Wanderweg nicht einsichtig ist. Und ja, hier sind wir jetzt oberhalb von so einem Bunker. So, an der Straße sind sogar Laternen. Also konnte man diese Straße auch bei Nacht befahren. Und hier haben wir wieder eine Bunkeranlage. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier sind alle im Abstand von, sag ich mal, 50 Meter stehen hier immer solche Bunkeranlagen. Goll.
Ja, Leute, wir haben doch noch was gefunden. Hier ein Bunker, der steht auf. Und da gehen wir jetzt mal rein. Henry, gehst du vor? Ja, klar. Taschenlampe gerade, das Griff doch, hab ich. Ja, wie man sehen kann, einfach nur eine leere Halle. Henry! Leute, da drin schallt es zu sehr. Ich zeige euch erstmal die Stärke der Bunkerwände. Ist nämlich enorm. Guckt euch das mal an. Irgendwas war hier aber mal. Ja, denke ich mal auch. Das ist so V-förmig angelegt hier. Ja, genau. Seht ihr das? Hier ist so eine Erhöhung. Ja. Hier und da hinten geht das weiter. Wieder so zwei Trichter. Und hier so zwei Trichter. Ich denke mal, dass sie da oder drin. Das könnte auch irgendwie. Kann ja sein, dass sie damals wie Munition gesprengt wurde. Das kann auch genau, sein. Um das zu entschärfen. Und dann haben die das halt hier so Welle angelegt, dass wenn Splitter irgendwie durch die Gegend fliegen, die halt nicht so viel Schaden anrichten. Das ist möglich, dass sie hier Munition gesprengt haben. Klingt auf jeden Fall plausibel. Hier haben wir dieselbe Struktur, auch so eine V-förmige Anordnung. Und hier haben wir jetzt drei Trichter. So, wir sind am Ende der Tour angelangt. Ich und Henry haben jetzt die Schnauze voll, fahren nach Hause und genießen unseren schönen Resttag und unser Restwochenende. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Euer Tschüss. Timo und Henry.